Moin Leute! Ja, wie war die Fahrt? Nach dem gestrigen großmäuligen Ankündigungsvideo. Es gab natürlich keine Fahrt. Nee, es ist wieder. Ja, es ist wieder so gedanklich mit mir durchgegangen. Jetzt bin ich ja wieder einigermaßen fit. Und dann, denkt man natürlich mal wieder so ein bisschen. Und ich denke momentan, hier steht ja noch so ein Ding. Also diese drei Dinger hier, ne? Wenn die morgen weg wären, ich glaube, mir würde überhaupt nichts fehlen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Und das meine ich immer wieder ernst. Das ist nicht so dahingesprochen. Motorradfahren ist schön. Ich wollte es ja auch unbedingt können. Ich wollte es mal gemacht haben. Ja, aber es ist nicht mein. Ja. Es ist nicht mein Lebensinhalt so quasi, ne? Dass ich jetzt denken muss, oh ja, ich muss jetzt Motorrad fahren. Unbedingt. Ne? Ich muss jetzt auf das Ding und muss Motorrad fahren. Ne? Ich sag ja auch nicht, ich muss jetzt ins Auto und muss Auto fahren. Ne? Das ist, bei mir ist das irgendwie ein bisschen anders. Ich bin halt so ein bisschen bekloppt. Ne? Stellt euch einfach mal vor, ich hätte jetzt statt Motorradführerschein einen LKW-Führerschein gemacht oder einen Busführerschein. Ne? Das würde mich reizen, LKW-Führerschein. Würde mich echt reizen. Ne? Na, das wäre noch was, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Oder ein Bus. Ne? Aber LKW wäre noch so eine Nummer größer. Dann würde ich mir doch auch nicht hier zwei LKWs hinstellen oder drei und würde dann sagen, so jetzt, ich habe jetzt einen LKW-Führerschein. Jetzt fahren wir aber mal, ne? Gucken wir mal, wie das so abgeht. So ähnlich müsst ihr euch vorstellen, ist also für mich Motorradfahren. Hm? Motorradfahren ist für mich relativ sinnlos. Wenn ich nicht weiß, mit wem, wohin. Alleine mich da draufsetzen und irgendwo durch die Gegend kutschen, das bringt mir nichts. Ne? Mir bringt das was, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, wir fahren zusammen an die Ostsee, da zu Kamen hin, in die Ecke da. Da, gut, dann sattel ich den Apparat und fahre gerne dahin. Das ist dann so, dann hat das Motorradfahren einen Sinn. Ja? Dann ist das nicht völlig sinnentleert. Sagen wir mal so. Ja? So. Hätten wir jetzt alle drei in LKW oder vier in LKW-Führerschein, dann würden wir damit vier LKWs hinfahren. Würden wir? Ich weiß es nicht. Ja? Das nur mal so. Ja? Also, es ist, Motorradfahren ist für mich eigentlich nur das Gefühl, mal gehabt zu haben, so ein Ding von A nach B bewegen zu können, auch mit allen möglichen Schwierigkeiten, die da auftreten können, mit allen möglichen Unwägbarkeiten, die habe ich ja in 15 ADAC-Trainings hinlänglich trainiert. Ja, also so leicht bin ich da nicht aus der Ruhe zu bringen, aber es ist nicht mein Lebensinhalt quasi. Ne? Ich kann sehr gut verstehen, zum Beispiel Burkhard, der das Ding mitnimmt im Anhänger und fährt damit irgendwie nach Südfrankreich und fährt dann da in Südfrankreich mit dem Motorrad halt. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer, aber soll ich hier zum 37. Mal zum Lühe-Anleger fahren, nur damit ich da mal hingeknattert bin und
Und dann war ich da. Gut, das Lachsbrötchen schmeckt natürlich gut. Kann ich aber auch mit dem Auto hinfahren. Ne? Soll heißen, der Sinn des Motorradfahrens, der tiefere Sinn dahinter, der hat sich mir noch nicht erschlossen. Ne? Es ist quasi nur die Beherrschung der Technik. Ne? Es ist auch dieses A-Boy. Ne? Ja, gebe ich zu, es ist das A-Boy. Ne? Ich kann das fahren. Ich kann so ein Teil fahren. Ne? Ja. Aber was kann ich mir dafür kaufen? Gar nichts. Ne? Ja. Es gibt viel andere Sachen, die mich momentan interessieren. Das ist zum Beispiel, wohin läuft dieses Land? Wohin läuft dieser Staat? Ja? Wenn ich heute höre, dass in Nordrhein-Westfalen die Strompreise um 45% erhöht werden, um 45%, Leute, ja? Die Gaspreise, wir bezahlen schon jeden Monat 620 Euro an Gas. Ja? Wohin soll das denn noch kommen, wenn der Strom jetzt auch noch so hoch geht? Wer will das denn noch bezahlen? Ja? Wer will das denn noch bezahlen? Wo soll das denn hinführen? Wo läuft diese ganze Geschichte hin? Da gibt es ganz andere Probleme als Motorradfahren. Ja? Vielleicht ist dann Motorradfahren nochmal eine schöne Ablenkung. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja? Das könnte ich mir vorstellen. Aber also momentan bewegt mich wirklich vieles andere wesentlich mehr, als dass ich mich jetzt da drauf setze und fahre mal eine Runde Motorrad. Ich werde das jetzt machen auch. Aber es hat keinen tieferen Nährwert mehr für mich. Ne? Das nur mal so nebenbei gesagt. Ne? Dann haben wir da auch noch den Käfer, der muss ja auch noch mal bewegt werden. Ne? Also, das ist alles, ja. Ich bin froh, wenn unser Touareg fährt und die Hunde transportieren kann. Dass wir damit jeden Tag losfahren mit den Hunden und im Wald spazieren gehen. Das befriedigt mich wesentlich mehr als mit einem von diesen Dingern hier oder mit dem Ding da irgendwo mal ein paar Kilometer durch die Landschaft zu knattern. Das ist zwar schön, aber es ist halt auch nur, es ist halt nur Motorradfahren. Auf im kleinsten Puddingraum. Und das ist irgendwie, ja, es ist wie es ist. Also von mir aus könnten die alle drei morgen weg sein. So, das Wetter ist aber gut, wie man sieht. Und da ist mein Freund. Er ist immer noch da. Und er freut sich immer, wenn er sein Futter kriegt morgens und abends und mittags. Das ist mir sehr wichtig. Tschüssi.